wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 6 Uhr knapp, genau. Ja, ich hatte gestern Abend noch entladen und noch ein bisschen mit Frachtpapieren rumgespielt, gerade jetzt für den neuen Auftrag heute. Und wir kriegen vielleicht eine Tour nach Kalmar, stand gestern noch nicht so fest. Das heißt, also wie gesagt, fahren wir noch etwas nach Skandinavien rein, um dann zum Freitag wieder Richtung Kassel dann zu starten. Vielleicht mit Ladung durchfahren, mal schauen. Allerdings muss ich den Montag dann, wenn ich das alles schaffe, das heißt den Kontostand zum Tagesende mal ein Plus zu halten, zur Bank wegen des Kredits. Das gibt mir gerade richtig Aufwind, die Geschichte. Wir fahren jetzt aber zum Laden und ihr seht, gestern durch die Auszahlung noch sind wir wieder bei 340 Euro gelandet. Das heißt also, es war wirklich zum Tagesende, haben das geschafft. Schauen jetzt mal, wir fahren zu Konstnor Laden und das ist dann die Ladung hoffentlich Richtung Kalmar. Das Püppchen mal ein bisschen warm laufen lassen. Ich war schon sehr früh auf heute. Habe meine Hofrunde gedreht. Das heißt, ich war laufen, dann meine Wäsche gemacht. Also hier durfte hier stehen bleiben. Und die haben auch eine Dusche hier drin, das heißt, ich konnte auch duschen. Oh, die Liftachse mal hoch. Ja, und dann, das war sehr angenehm. Ihr merkt ja auch, das Wetter ist toll. Die Sonne schickt schon die ersten Strahlen her. Ja, geht mal ganz anders an den Tag. Können wir noch ein bisschen hier durch Südskandinavien fahren, das ist auch schön. So, mach's gut. Ist auch schön, so früh ist noch nichts los. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld machen heute. Damit wir wieder zum Tagesende ins Plus kommen. Die Touren hier oben sind allerdings ganz gut bezahlt. Fährst ja alle. Na, no, wollen wir nicht. Nein, ich habe. Nein, in die Bremse reingezogen. Geht aber auch gar nichts dann. Auch wenn wir nachher nur Leerpaletten transportieren, ist aber der Trailer voll ausgeladen. Moinsen. Ah, da vorne sind wir ja schon. Da hinter dem Park. Baustelle, ne? Ja gut, die haben viel Ladung bekommen. Haben jetzt einen Haufen Paletten vermutlich gesammelt. Und verkaufen diese. In Deutschland gehen die ja so für 12,50 € das Stück. Ich denke mal, hier oben könnte es noch ein bisschen mehr sein, obwohl das sehr waldreiche Länder sind. Mal auf dem zweiten, einen großen Zweiern fahren. Ja, Kollege, ja.
Guten Morgen. Aber bei über 2 Euro ein Kilometer ist es denn schon was wert. Ich meine, ich bin auch voll ausgeladen mit 24 Tonnen dann. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass eine volle Ausladung von Paletten so viel bringt. Wo sollen wir uns denn hinstellen? Wo soll's hin? Er meinte irgendwo, wo ich Platz habe. Ja, wenn es irgendwo ist. Was so gut mit dem Stapler rankommen wäre, eigentlich vor den Steinen da hinten ganz gut. Ja, da hinten, der winkt schon. Dann fahren wir dahin. Haben so Baustahl, Matten, Zementsäcke, alles da. Kannst du ja erfolgreich vorangehen. So, schauen wir mal. Ja, so ist gut. So schön können wir ihn stehen lassen. Dann springe ich mal raus. Mach den Trailer auf. Und na, hier vorne ist ein bisschen blöd mit dem Stapler, das muss man ein bisschen zurechtschieben, dann Hubwagen werden sie ja da haben. Ja, und dann. Ja, aber so geht's. Kann man schon machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben schon geladen, hat circa 1,5 Stunden gedauert. Kann das Biest ja nochmal starten. Ich trage noch kurz ins Logbuch die wichtigsten Daten ein. Das ist doch schon 37. Kilometerstand sind 1.504,89. Jawohl. So bald losgehen. Das Mikro ein bisschen zu euch drücken. Das sind, ich habe es mal ausgerechnet. Wir haben jetzt 15 Tonnen Leerpaletten drauf. Keine 24, das war mir etwas zu ungenau, diese Angabe da aus dem Spiel. Wenn wir davon ausgehen, dass mein Trailer hinten ein Innenraumvolumen von knapp 90 Kubikmetern hat, das könnt ihr euch ja ausrechnen über 13,6 Meter Innenlänge etc. Und eine Leerpalette ein Volumen ca. von 144 Liter einnimmt. Also 1,2 Meter mal 1,8 Meter. Kollege, ich habe hier. Nee, ich zieh mal lieber nochmal rein. Aber auch hier unterwegs. Ja, ihr seid wichtig, ihr müsst unbedingt vorbei. Ich will noch nicht dieses Straßenschild da mitnehmen, das ist recht eng, wie aussah. Ja. Das, Junge! Das ist schon wieder so ein Kipperfahrer hier. Mein lieber Scholli. Komm mal auch da rumgebügelt mit ihren, was sind das? 60-Tonnen-Zügen. Da sah der auf jeden Fall aus. Die waren rutschen hier. Das eine Palette 1,2 mal 0,8 mal 1,44, 0,144, haben wir also 14,4 Liter Volumen pro Palette. Und bei einem Palettengewicht
von ca. 24 Kilo kommst du großzügig ungefähr auf 15 Tonnen, das heißt 14.900 ein paar zerquetschte Kilo. Ich habe das mal auf 15 Tonnen aufgerundet, sodass wir jetzt hier jetzt mit 15 Tonnen Richtung Kalmar Norfoot unterwegs sind. Wenn ihr in der Trollgegend nicht falsch sagen. Und so fühlt sich das jetzt auch an. Ist dann auch realistischer, weil das konnte ich nicht glauben, dass ein Zug nur mit Leerpaletten so schwer sein soll. Müsste ich eigentlich noch nicht mal die Liftachse hochmachen bei dem Gewicht. Die machen wir wieder hoch. Ich meine natürlich die Liftachse runter absenken. Solange wir noch nicht so schnell sind, ziehen wir sie mit nach oben. Das spart auch schon wieder Sprit. Danach wird es gut bezahlt. Meine eine Palette sind hat hier einen Wert, einen Wiederverkaufswert von knapp 10 Euro. Die sind wirklich alle noch gut erhalten gewesen, das hatte ich gesehen, nagelneu die Dinge. Ich muss jetzt mal ausrechnen, das könnten so ungefähr hinten 600 Paletten hinten drauf sein. Die haben wirklich alles voll geknallt, was geht. Mal 10 im Schnitt, bist du bei 6.000 Euro. Ah, da ist die Tour, die ist jetzt wert. Was soll die kommen? Ach so, das. Na klar, das wird mir hier nicht angezeigt. Ich deppel. Aber ich meine. Das sind 250 Kilometer, wenn ich das jetzt. Was. Ich bin aber mit Knöpfen hier. Oh, das schafft er sogar in der 4. In der kleinen zwar. Ach komm, was soll der Geiz? Knappe 500 Euro, weil es schnell gehen muss. Das lohnt sich. Ganz schön Schaden hier. Ja. Also mal gleich da. Ich glaube mal noch vor der Pause, vor der ersten. Super, heute läuft's. Ein bisschen auf die Geschwindigkeitslimits muss ich hier achten. Die Strafen hier könnten mir das Genick brechen. 72, das reicht. Da ist auch schon der Ordnungshüter da drüben. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch 90. Da drüben steht mein Kaffee nicht so optimal. Was haben wir denn da? Okay. War eine große Mine oder sowas, ne? Ja. Ja, gestern der schwere Tour, die hat uns schon ein bisschen wieder Sprit gekostet. Wir sind wieder etwas hochgerutscht im Durchschnittsverbrauch. Aber ich denke mal, so wird es sich einpendeln. Zumindest mit diesem Auflieger hier.
machen, Christian Start. Ich baue mir jetzt diesen Streaming, sagen wir mal, Aufnahmerechner zusammen und wechsle dabei nochmal bei dem Hauptrechner ein paar Teile. Ich hätte mir überlegt, euch da ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen und so ein paar Hardware-Bauvideos mit reinzumachen. Was ja auch noch kommen soll, sind ja Videos, das hatte ich ja gestern schon erwähnt, zum Thema auch die Indicator-Boxes hier und so weiter, wie man sich sowas bauen kann, wie ich es gemacht habe. Ist im Grunde genommen wirklich nicht schwer. Muss man sich ein bisschen mit den USB-Controllern auskennen. Ich habe jetzt aber auch schon ein paar Fragen dazu bekommen und überlege halt, das Ganze eventuell so ein bisschen zu vervielfältigen in einer ganz kleinen Serie. So, dass andere auch in den Genuss kommen können. Muss mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Ich habe da jetzt noch keine festen Zusagen gegeben. Weil das halt bislang noch Unikate sind. Mein Kollege lässt sich Zeit hier oben. Oh ja. Um da vorne dann wieder Gas zu geben, hoffentlich. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich es wirklich wagen sollte, aber ich mache das jetzt mal. Doch ein bisschen mehr Power haben als der 480er. Naja, doch sehr entspannt unterwegs ist. Was nicht verkehrt ist hier oben. Ich meine, es lädt wirklich dazu ein, diese Weite der Natur. Ich denke mal, das geht. Ist ja auch eine traumhaft schöne Gegend hier oben. Vor allen Dingen nicht so viel Verkehr, hier kann man die Maschine einfach mal ein bisschen laufen lassen. Und es ist ziemlich stressfrei. Ja, wenn ihr da Lust drauf habt auf solche Videos, dann schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Ich hätte schon Lust drauf, da hin und wieder mal so ein Hardware-Video auch zu machen. Weil letzten Endes, also mir geht es so, das Spiel lebt jetzt nicht für mich nur von der Software, sondern ganz insbesondere auch von dem, was ich hier drumherum habe. Das heißt, wie greift sich so ein Lenkrad, was ist mit so einer Buttonbox und Schaltkulisse, damit fängt es ja schon an. Ich finde hier, das hier, das Lenkrad und der Shifter zusammen mit so einem SKRS-Stick ist an und für sich eigentlich das Wichtigste. Das bringt gerade beim Schalten von den 12 oder 18 Gang getrieben, bringt das so richtig Spaß, da kriegt das Spiel nochmal eine ganz andere Tiefe als im Automatikmodus zu fahren. Und ja, dann kommt halt noch das ein oder andere hinzu und irgendwann hat man da ein bisschen was zusammen. Und das ist halt auch die Hardware, die für mich den Reiz ausmacht. Dieses auch bauen für den Simulator. Das ist bei mir bei den großen Rig mit Rift und so weiter genau das gleiche. Also ich baue da gerne und dann fahre ich aber auch gerne. Das sieht man ja auch häufig, dass die Leute jahrelang an ihren Rigs bauen und wenn sie dann fertig sind, dann verkaufen sie es wieder. Manchmal warte ich auf solche Gelegenheiten.
Ja, die sind wirklich also sehr tiefenentspannt hier unterwegs. Eventuell kommt da vorne eine Verkehrssituation, von der ich noch nichts weiß, aber wir fahren hier eine 90er-Zone mit 60. Ja, jetzt hat er das Gas gefunden. Oder die sind so schwer hier. Da gehört halt für mich auch der Computer dazu und. Und wenn man doch in Foren liest, wie viele Hardware-Fragen es da gibt, dann auch erkennt, wie viele Leute sich da auch mit der Hardware beschäftigen, glaube ich, ist das vielleicht für den einen oder anderen schon interessant. Für mich ist es auch, wenn manche da Tipps und Tricks haben, kann man ja auch mal was zeigen. Vielleicht kriegt man auch noch mal den einen oder anderen Tipp und Trick. Tip und Trick, genau. Ja, das will ich auch machen. Nach links fahren, wenn ich mit 70 unterwegs bin, aber dann wundere dich nicht. Mach mal Warnblinkanlage an, wenn ich hier überhole. Ah, ich bin momentan richtig motiviert. Ich meine, wir holen jetzt ca. 500 Euro jetzt nochmal. 340, sind wir bei 840, 850, je nachdem, wie viel jetzt genau rüberkommt. Ich meine, es waren 2,05 Euro. Und für einen Kilometer, da dürfte ein bisschen was überbleiben. Die Rate, da rutscht man wenigstens heute nicht durch die Rate gleich ins Minus. Also ich nehme hier noch ein paar. Nee, Quatsch. Jetzt vorsichtig. Das ist schon mal extrem motivierend für einen Mittwoch mitten in der Woche. Sind wir ja auch fast schon da. T420, das sieht man mit Dreiachser-Chassis. Das sieht man auch nicht so häufig. Gleich mal links einordnen. Man merkt auch, wie das Scania hier durchatmet. Ist ja schon ein Stück Heimat fast. So, da ist ein Kreisverkehr. Ja, dann wohl noch mal. Also schon gelungen. Also schön wäre es ja auch, wenn die Hoses, das heißt also hinten die Anschlussschläuche, sich auch an den Trailer mit ankoppeln würden. Aber das würde ja natürlich nochmal ein Rechenaufwand sein. Und das ist einfach bei der Engine von dem Spiel, wird das langsam irgendwann kritisch. Schön hier, ne? Schöne Industriegegend, da kann man, also könnte man auch übernachten hier. So, sind wir hier? Nee, oder? Könnte aber fast Norfolk. Da drüben sind wir. Ja, gut.
So. Du gibst hinten Bescheid. Man, was ich nicht vergessen darf, also jetzt 11.42 Uhr, wunderbar. Ah, deswegen steht das Ding hier leer, weil hier Sale und alles, ob sich das immer so lohnt bei der Bevölkerungsdichte, solche Dinger hier hinzusetzen. Wir müssen mal in die Werkstatt. Das darf ich nicht vergessen. Das machen wir aber in Kassel. Ich meine hier die Rampe. Die Nummer 2. Ziehen. Ah, habt ihr es gehört? Da waren gerade Fußgängergespräche, kann das sein? Immer gut. Das passt gut. So, dann schauen wir hier gleich nochmal. Nach hinten. Ja, das passt gut. Dann können sie reinschieben. Natürlich muss man der Realität noch viel näher ran. Aber das passt schon. Passt schon gut so. So. Fotochen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann werde ich mal entladen und Geld einstreichen. Neue Ladung. Bin gespannt, wo es uns hin verschlägt, aber wir müssen auf jeden Fall langsam wieder Richtung Süden. Ah ja, that was good. Thank you very much. Hope to see you again. Ja, er hatte mir nochmal Wasser spendiert, als ich gerade meine Hofrunde um LKW gemacht hatte. Ihr seht, Swamlink-Anlage und so weiter, alles an. Und wir haben jetzt entladen. In der Zwischenzeit habe ich auf mein Pad geschaut, was wir kriegen. Also von hier aus ist gar nichts zu bekommen. Deswegen fahren wir gleich weiter und zeige euch das dann mal kurz auf der Karte. Da können wir auch wieder alles ausmachen. Ich bin ja schon einmal rum. Licht brauchen wir auch nicht. Püppchen darf ich schon ein bisschen aufwärmen. Ich habe eine Tour bekommen, das passt wunderbar in meine Pläne. Und zwar allerdings von Vaxjö aus Richtung Aarhus. Da haben wir Aalborg, glaube ich, Aalborg oder Aarhus, bin mir jetzt gerade nicht sicher, werden wir dann gleich sehen. Das ist so eine Tagestour, sind wir morgen da, morgen ist Donnerstag. Und von da aus Donnerstag dann entspannt, dann langsam zurück nach Kassel. Das passt auch wunderbar in die Pläne, dass man vor Fahrzeitende regulär nach Hause kommen, dann brauche ich auch keine Ausnahmegenehmigung. Und wir fahren jetzt rüber, das kleine Stückchen hier, 75 Kilometer leer, nach Vaxjö. Und da habe ich eine 2,20 Euro Tour. Das ist so ein hochwertiger Reis bekommen. 22 Tonnen, wie gesagt, darüber. Und passt wunderbar in die Reisepläne rein. Da bin ich ganz glücklich drüber. Deswegen eiern wir jetzt hier nicht lange rum. Fahren darüber, nehmen die Ladung auf. Es ist jetzt 14 Uhr. Driftachse ist oben, ne? Ja. So, schalte ich euch mal wieder dazu. Moment. Ja.
ist das? Das ist eine Spedition hier, ne? Ja. Ja, es gibt auch so Tage, da läuft's mal. Das ist richtig gut. Auf jeden Fall irgendwas um die 500 Kilometer. 2,20 Euro haben wir bei 1.100 Euro. Einmal frei. Wir rutschen dann heute auch nicht ins Minus rein, wenn die Bank zieht. Wir haben jetzt 877. Würde ich es dann so timen, ich meine ja, diese würde für die Fahrzeit, die wir heute noch zur Verfügung haben dann, wir fahren ja jetzt ungefähr noch eine Stunde weg, das heißt, wir hätten dann noch 4,5 haben wir verfahren, 5,5, na komm schon, na, Freund und Helfer, kann ja leider nicht anders. Aber auch Helden. Also dürfen wir auf keinen Fall ins Minus kommen, sodass ich eventuell diese auf morgen strecken würde, weil dann morgen großer Zahltag ist. Dann muss halt die LKW- und Trailer-Reparatur warten. Bis ich eventuell den Kredit habe. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall sieht es derzeit so aus, als würde das Ganze gute Züge annehmen. Ich meine, das haben wir uns auch verdient. Haben auch für gearbeitet. Hier fahren wir mal Strich 70. Ich will unseren Gewinn hier nicht gefährden durch leichtsinnige Raserei. Glaube ich gar nicht in den 90 hier zu gehen. Ja. Merkt ihr, ist der Retarder drauf, ne? Der ist sehr wirkungsvoll. Das lässt sich einfach mit dieser Kreistaste wunderbar einfach bedienen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das G29 Video schon gesendet habe. Und da habe ich ja auch dann hier über diese Taste beim G29, das heißt also der Drehwahlschalter, ausführlich gesprochen. Das war für mich auch der Kaufgrund dann für das G29. Und solange das gut funktioniert, gibt es da für mich auch keinen Grund, jetzt nach einem anderen Lenkrad Ausschau zu halten. Ich hatte das Ganze auch mal in den Eurotruck-Simulator auch mal auf meinem Racing Rig natürlich mal ausprobiert. Mit Triple Monitor Set plus oben noch einen zusätzlichen, den nehme ich dann immer für die Anzeige der wichtigsten Renninformationen. Wobei ich das auch zurückgerüstet habe mittlerweile, dadurch, dass ich das nur noch mit der Rift mache. Und das hat mir aber nicht gefallen. Erstens sitzt man halt wie in einem Rennwagen, das passt nicht zum ETS. Das ist aber auch ein Eier hier, meine Güte. Und mir gefällt es besser mit Track IR zu fahren, einen großen Monitor vor mir zu haben. Ich muss aufpassen hier. Also so ein Triple-Monitor-Set. Man kann das mit Track IR natürlich auch über dem, auf dem Triple fahren. Das sind immer noch deutlich weniger Bildinformationen als hier mit dem 4K. Also 4K sind ja
8,5 Millionen Pixel, meine ich, was da berechnet werden muss, kann man nochmal ausrechnen. Also 3860 mal 2160, irgendwie so die Ecke, 3820 könnten es auch sein. Könnt ihr euch ausrechnen, kommst du auf etwas über 8 Millionen Pixel. Wohingegen zum Beispiel bei einem Triple Full HD sind es 1080 mal knapp 6K, bist du bei etwas. Ja, bist du bei ca. 6 Millionen Pixel. Also das ist schon mal eine um ein Viertel geringere Rechenlast. Und das merkt man dann schon, also da tut sich der Rechner auch deutlich leichter, insbesondere weil iRacing auch schon mit DirectX 11 läuft und dort viel, viel besseres Speichermanagement durchführen kann. Und das ist ja gerade bei ETS und ATS so das Hauptproblem. Diese 4 Gigabyte Speicher, die da adressiert werden können. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wie wir das jetzt hier machen. Zur Not fahre ich jetzt. Sie mich durchlassen. Ja, die müssen Vorfahrt gewähren, hatte ich gerade gesehen. Nur dieses Hauptstraßenschild auf der rechten Seite, das hat mich gerade irritiert. Ja, und da ist für mich eigentlich ETS spiele ich lieber, wenn ich aufrecht sitze und auch die entsprechenden Armaturen dazu habe. Und das Racing Rig, das ist für mich halt wirklich fürs Racing. Wenn ich es denn mal noch mache, weil in letzter Zeit ist es verdammt selten geworden, vielleicht alle Vierteljahre, dass ich nochmal einschalte. Ich tue mich auch schwer damit, das halt zu verkaufen. Allerdings halt mittlerweile seit 2 Jahren ist es sehr selten geworden. So, da sind wir auch schon. So, wenn wir mal fragen, wo wir uns einen Trailer randrücken dürfen. Ja, er sagte da hinten, zwischen den beiden. Seht ihr das? Da. So, ist eine Lücke frei. Da soll man dazwischen. Jo. Tornummer 4321, okay. Nummer 2 müsste es dann sein, ne? Ja. Ah, er macht auch schon, er ist schon an der Tür beschäftigt. Dann werden sie wahrscheinlich auch gleich aufmachen, dann können wir laden. Und so 2 Tonnen Super Reis. Wird auch sehr gut bezahlt, die Tour. Kommen da immer noch ein Tickchen zu weit rum, aber das ist halt Erfahrung nachher. Hört das? Wieder gut aus. Bisschen auch noch zum Tor hindrücken und ja. Langsam vorsichtig. So, stehen wir gut. Trailer ist noch ganz und dran. Und ihr kennt das. Ich spring mal rein in die Dispo. Melde an, dass wir da sind und dass wir dann laden können. Wobei, die haben schon zugewinkt. Ihr winkt mich auch schon ran und dass sie dann anfangen. Alles klar? Gut. Dann bis gleich. So, der Sound ist gecheckt. Lag wieder an meinem Headset. Logitech. Mal wieder. Ich habe das Ganze entsprechend schon mal ins mein Notebook, ihr wisst, eingegeben und upsala, die Tour startet sozusagen bei mir jetzt von Kalmar aus. Wir hatten jetzt 4 Stunden 20 Fahrzeit, eine haben wir noch gebraucht und dann schauen wir mal, wenn wir ankommen, also plus ein bisschen was an Einräumen helfen. Das ist alles so eng hier irgendwie. Mann, Mann, Mann.
so kleine Rail mal dran bauen. Wie ist denn hier alles rum? Einräumen helfen, sind es ungefähr zweieinhalb, drei Stunden, die wir jetzt noch haben. Mal sagen, schnacken wir gar nicht lange rum. Dann starten das Schätzchen mal. Warm laufen lassen, fehlt mir ein bisschen Zeit. Liftachse noch runter. Und ich denke mal, Licht können wir auch schon mal. Ja, nochmal für euch zur Information. 22 Tonnen Reis haben wir drauf. Das mit der Total Cargo Mass habe ich jetzt auch fixieren können. Ich gebe da immer noch mal 10 Kilo so an Kleinigkeiten mit dazu. Und dann funktioniert eigentlich der Eintrag auch entsprechend. So. Wenn das bei euch immer mal ruckelt, dann liegt das nicht bei mir im Spiel daran, sondern an dem Aufnahmerechner, der immer weiter irgendwie überfordert ist. Aber ihr seht es auch bei mir im neuen Trailer-Video, da seht ihr auch schon so eine Kleinigkeit, die ich jetzt am Wochenende schon bekommen habe, um diese ganze Sache auf ein hoffentlich viel höheres, besseres Niveau zu heben. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, hier machen wir mal die große 4. Nur, das heißt, wir könnten jetzt noch so bis 20.30 Uhr circa fahren. Na, na, komm, komm, komm. Ja. Perfekt. Ich liebe diese Gegend hier oben. Bin hier wahnsinnig gerne unterwegs. Gerade auch noch, wenn man die Tromats bis hoch zum Nordkap fährt. Murmansk da vorbei und was da nicht alles gemacht haben. Das ist. Nee, ich glaube, da Murmansk ist die östliche Richtung. Ach, das haben sie schon richtig toll gemacht. Eine ganz andere Abwechslung ins Spiel. Ja, wir nehmen die erste. Kriegt man sogar so ein bisschen Lust, sich auch in der Realität das Auto zu schnappen und da hochzufahren. Ich wollte da schon immer mal mit dem Motorrad hin, bislang hat immer die Zeit gefehlt. So Rumänien und Bulgarien-Touren hatte ich alles schon gemacht mit meiner Maschine. Hoch war ich immer noch irgendwie vorsichtig, weil die Straßen meistens geradeaus sind und alles mit 80, 90, 100 gemacht werden muss. Das ist natürlich für Motorradfahren eine gewisse Herausforderung, sagen wir es mal so. Und wenn es nur geradeaus geht, musst du aufpassen, dass die Konzentration nicht verloren geht. Auf der anderen Seite habe ich da jetzt so viele andere Videos gesehen von Leuten, die zum Beispiel mit so einem Dacia dann ausgebaut da hochgefahren sind. René Krämer heißt der, glaube ich, kann man da sehr empfehlen. Das ist so ein YouTuber, der ist mit seiner Freundin über Weihnachten, Silvester mit so einem Minicamper, nennt man das, so einem selbst ausgebauten Dacia Logan oder was das ist. Oder eine Nummer größer ist der, glaube ich, kenne mich da nicht so aus bei Dacia. Hoch über den Winter dort hochgefahren bei Temperaturen bis minus 25, 27 Grad Celsius, war natürlich ein absolutes Erlebnis. Auch das zuzuschauen kommt sehr authentisch rüber, macht richtig Spaß, weil man auf diese Reise mitgenommen wird. Und
Du kriegst richtig Lust, da selber hochzufahren. Ja, und das Schöne hier mit ETS, das ist glaube ich auch das, was uns alle reizt, ist halt eine sehr entspannende Simulation. Wir können es hier also auch machen. Das finde ich ganz nett, so von zu Hause, vom Schreibtisch aus, beziehungsweise Simulator aus, kann man dann nach Italien fahren, nach Frankreich, Teile Spaniens, Skandinavien bereisen, nach Russland und das macht einfach Spaß. Ich denke, das ist einfach auch so der Reiz des Spieles, weil die das mittlerweile auch in den Eigenheiten so gut umgesetzt haben, dass man manchmal wirklich denken kann, man wäre da. So, heute muss man nicht ganz so stark aufpassen, wir haben ja keine Blumentöpfe hinten drauf, sondern 22 Tonnen Reissäcke. Das heißt, wenn da einer umfällt, ich glaube, das juckt keinen. Für die, die den Scherz mit dem Sack Reis kennen. So, dann wollen wir hier raufrollen. Hier mal die Sporen. Das muss eigentlich schon auf der großen, genau, Autobahn da runter sein. 1920. Autobahn ist gut, ne? Das ist mehr eine Schnellstraße. Wir haben noch 211 Liter drin beim Durchschnittsverbrauch von 35 kommen wir auf circa etwas unter 600 Kilometer Reichweite. Da kommen wir gut hin. Das heißt, das mit dem Tanken morgen sollte gar kein Problem darstellen auf der Tankstelle. Wobei ich da aber vorsichtig tanke, denn hier oben ist es recht teuer. Muss man uns da mal die Preise anschauen. Ja, seht ihr, Durchschnittsverbrauch, der klettert auch gerade schon wieder hier auf 34,6. Wir waren vorhin noch bei 34,5. Bisschen ja mit Gasfuß vorsichtig sein. Ja. Das sah gerade schön aus, der rot-weiße Glastransporter oder was das war. Schöne Farbkombi gewesen. Scanius Fägerrot. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Skandinavien mache ich jetzt noch nicht so häufig und wenn dann mit dem Flieger meistens. Von Trondheim oben die Ecke. Ja, wenn ihr euch fragt, die Folge ist nicht im Sommer aufgenommen, also wer oben auf die kleine Kamera schaut, sieht hier, dass ich kurze Hosen anhabe. Ich war vorhin noch beim Sport. Und habe allerdings jetzt heute nicht großartig geschwitzt. Dann wollte ich kurz mal eben die Folge aufnehmen, solange ich noch Ruhe habe und der ganze Trubel nachher losgeht. Ich bin ein ausgesprochener Frühaufsteher, auch am Wochenende, 5, 6 meistens auf. Und ja, nutze dann den Tag, gehe zum Sport oder wie hier jetzt zum Beispiel, nehme nochmal eine Folge auf. Das mache ich eher weniger am Nachmittag, wenn mal Zeit ist. So, und das Ganze drumherum, was ihr nicht vergessen dürft, schneiden, Thumbnails machen und und. Mittlerweile bin ich da schon deutlich schneller. Das kostet halt auch ein gewisses Maß an Zeit. Aber Wetter ist herrlich draußen. Ich habe erstmal oben und unten die ganzen Schiebefenster aufgeschoben und ganz frische Luft reingelassen. Ja, herrlich. Kann sich jetzt schon, wir haben halt März, ne?
draußen in die Sonne. Ja, hier machen wir rechts, oder? Ja. Komm. Ah, schön langsam, ja, schön langsam. Kein Sportwagen. Aber nichts gut ausgebaut. Ja, kann sich ja jetzt schon in die Sonne legen. Draußen Kaffee trinken. Ist ja herrlich. Wenn ich das überlege, vor 3 Tagen, 4 Tagen, da war ich in Berlin. Da haben wir Schnee gehabt. Da merkt ihr, das ist das, was ich meine. Also er hat hier irgendwas, macht er mit dem Speicher. Wenn ihr das Ding, Ding, Ding hört, dann ist das, als würde er da hat er so eine Startroutine drin. Und verliert irgendwas, also muss was im Speicher neu laden. Das ist einfach diese Begrenzung. Auf 4 GB, die er noch nicht mal vollkommen ausnutzt. Ich meine, wenn man da in die Konsole schaut, dann ist man irgendwo bei 3,2, macht er meistens oder 2,7 Schluss. Wenn du das überlegst heutzutage, ich habe hier eine Grafikkarte mit 12 GB Speicher drin im System, sind 64 drin, gut, das ist. Nutzt ohnehin kein Spiel, das nutze ich noch für andere Dinge. Deswegen auch der 6850K, weil der Mighty 3-Ding einer der besten Prozessoren ist. Mal abgesehen jetzt vielleicht von den neuen AMDs. Hier wollten wir ran. Und da sind wir auch vom Timing her recht gut. Fast wieder verlabert hier. Aber da müssen wir morgen auch gar nicht hier tanken. Könnte man in die nächste schauen. Auf jeden Fall ist das ein sehr lauschiger Rastplatz. Schön. Ja, kann man wirklich die Nacht verbringen. So, perfekto Mante. Ja. Das hat dann auch gut geklappt. Und dann ist auch nicht so spät. In die Nacht reinfahren, das mag ich hier ohnehin nicht. Und schauen wir mal raus. Ja, hier ist doch schön. Also hier kann man wirklich die Nacht verbringen. Das ist in Ordnung. Ist auch gar nichts los hier, ne? Dann würde ich mal rübergehen, mal gucken, was die im Angebot haben. Ansonsten mache ich mir wieder meinen Haferschleim. Kennt das? Einfach Haferflocken, heißes Wasser drauf, Banane reingedrückt, ein paar Beeren rein, lecker. Mag nicht jeder, aber bei mir ist es absolut meins, aber ich bin auf jeden Fall mehr Tee holen und vielleicht haben die auch hier oben noch irgendwas Leckeres drin. Ja, dann kommt erstmal gut in die Nacht. Ich werde dann noch Katzenwäsche machen, vielleicht mich auch hier duschen gehen und den Tag so ein bisschen ausklingen lassen. Also, dann bis morgen. Ciao.